Kommentar vorweg, wer das weiß und dennoch wählen geht, ist wahrlich nicht ganz dicht. Wie kann man eine betrügerische Verwaltung als politische Führung vorgetäuscht? Weiterhin mit Steuern und Wahlen unterstützen? Die BRD GmbH hat sich laut folgenden Unterlagen sogar völkerrechtlich strafbar gemacht, da sie vortäuschte, eine Regierung eines anerkannten Staates zu sein. Herr Dr. Schachtschneider, wie sieht es hier mit einer Klage bzw. einer entsprechenden Maßnahme aus? Mit der aus der BRD endlich wieder öffentlich zu Deutschland als freier völkerrechtlich anerkannter Staat wird. Ein Volk wird seit 1990 getäuscht. Davor wurde ein Friedensvertrag verhindert und diese Meldung habe ich erst heute zufällig gefunden, was mir auch komplett unverständlich ist. Jede Maus in Deutschland sollte dieses Schriftstück kennen, es ist mehr als brisant, es müsste täglich massenhaft und immer wieder verbreitet werden. Außerdem ist Deutschland somit auch automatisch kein EU-Mitgliedsland. Leute, mal überlegen, ist das nicht eine richtige Schlussfolgerung daraus? Lediglich die BRD GmbH kann Mitglied sein. Wahnsinn. Bundesrepublik Deutschland ist eine irreführende, anscheinend sogar eine rechtswidrige Bezeichnung, da es sich um keinen Staat mit dieser Bezeichnung handelt und eine Republik im allgemeinen Verständnis aber immer ein völkerrechtlich anerkannter. Staat sein müsste. Jetzt ist mir auch klar, warum Merkel und Co. keinen Hochverrat begehen können, denn sie haben mit Deutschland bzw. mit einem völkerrechtlich anerkannten Staat überhaupt nichts zu tun. Bitte überall verteilen, an Freunde senden, jeder muss das wissen. 1. Deutschland ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges kein souveräner Staat mehr, sondern ein militärisch besetztes Gebiet der alliierten Streitkräfte. Mit Wirkung vom 12. September 1944 wurde es durch die Hauptsiegermacht USA beschlagnahmt SHAEF Gesetz Nummer 52 Artikel 1.2. Die Bundesrepublik Deutschland ist und war nie ein Staat. Weder die Jure noch de facto und zu keinem Zeitpunkt völkerrechtlich anerkannt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Verwalter ohne jegliche Befugnisse. Seit 1990 eine Finanzverwalter GmbH im Auftrag der alliierten Siegermächte. 3. Aufgrund der Rechtsgrundlage der interalliierten Kommandantur von Berlin vom 21. Februar 1947 BKO 4750. Kann niemand in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin Eigentümer von Grund und Boden sein. 4. Aufgrund der Rechtsgrundlage der interalliierten Kommandantur von Berlin vom 21. Februar 1947 BKO 4750 kann jeder der in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland und Berlin nur über sogenannte Notarverträge infolge von Grundbuchämtern allenfalls Besitzer und nicht Eigentümer sein. 5. Im Zusammenhang mit den Anträgen 6 und 7 kann niemand in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland und Berlin enteignet werden. 6. Eine Zwangsversteigerung stellt somit im Zusammenhang der Anträge 6,7 und 8 eine illegale Zwangsmaßnahme dar. 7. Die Betroffenen wurden. Mangels der gesetzlich erforderlichen Zulassung der Militärregierung SHAEF-Gesetz Nummer 52 und Nummer 53 BKO 4750 von den Verwaltungsbehörden der sogenannten Bundesrepublik Deutschland getäuscht. Achte festzustellen ist. Dass bei Enteignungen in Verbindung mit den Anträgen 1 bis 6 die BGB 823 Schadensersatzpflicht und 839 Amtspflichtverletzung vorliegt. Alleine durch Missachtung der SHAEF Gesetze Nummer 52 und Nummer 53 wurde somit durch Ankauf von Hypothekendarlehen ohne unsere Zustimmung ein unrechtmäßiges Geldgeschäft getätigt. Da keinerlei vorher erwirkte Lizenz der alliierten Streitkräfte vorlag, beschweige denn über den rechtlichen Tatbestand Aufklärung erfolgt wäre. Es ist niemand rechtlich verpflichtet, irgendwelche Gelder oder Gebühren weiterhin zu zahlen. Zusätzlich verstößt die Bundesrepublik Deutschland als private Finanzverwalter GmbH gegen geltende Anordnungen und Rechte der alliierten Streitkräfte von 1947. Die nach wie vor Gültigkeit haben und macht sich damit zum Erfüllungsgehilfen betrügerischer Manipulationen. Artikel V 9. Militärregierungsgesetz Nummer. Zweite deutsche Gerichte. Niemand darf in der Bundesrepublik Deutschland ohne Genehmigung der Militärregierung als Richter. Alleine durch Missachtung der SHAEF-Gesetze Nummer 52 und Nummer 53 wurde somit durch Ankauf von Hypothekendarlehen ohne unsere Zustimmung ein unrechtmäßiges Geldgeschäft getätigt. Da keinerlei vorher erwirkte Lizenz der alliierten Streitkräfte vorlag, geschweige denn über den rechtlichen Tatbestand Aufklärung erfolgt wäre. Es ist niemand rechtlich verpflichtet, irgendwelche Gelder oder Gebühren weiterhin zu zahlen. Zusätzlich verstößt die Bundesrepublik Deutschland als private Finanzverwalter GmbH gegen geltende Anordnungen und Rechte der alliierten Streitkräfte von 1947 die nach wie vor Gültigkeit haben und macht sich damit zum Erfüllungsgehilfen betrügerischer Manipulationen. Artikel V, Paragraph 9 Militärregierungsgesetz Nummer. Zweite deutsche Gerichte. Niemand darf in der Bundesrepublik Deutschland ohne Genehmigung der Militärregierung als Richter, Staatsanwalt, Notar oder Rechtsanwalt tätig werden. Die Genehmigung einer solchen Tätigkeit muss vorher, also vor Beginn der Tätigkeit für jeden Einzelfall in schriftlicher Form eingeholt werden. Durch USEU-COM Stuttgart vertreten durch Herrn Lietzau wird ausdrücklich bestätigt dass alle Militärregierungsgesetze bis zum Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland als Ganzen in seinen Grenzen vom 31. Dezember 1937 volle Rechtskraft besitzen. Wenn aber die Anordnungen der Militärregierung nicht körperlich für jeden einzelnen Fall vorliegen, sind alle beteiligten Juristen an jedem bundesdeutschen Gericht nur Privathaftende und Privathandelnde Personen ohne jegliche Rechtsgrundlage, da die Bundesrepublik Deutschland zu keiner Zeit ein Staat ist oder jemals war. Richter können demnach Urteile und Beschlüsse in ihrer Position nicht unterschreiben. Aus gleichem Grund wird eine Abschrift vom Original nicht beglaubigt. Bis 1990 war die Bundesrepublik Deutschland der Verwalter im Auftrag der Alliierten, weil Deutschland als Ganzes besetzt wurde. Der Bundesrepublik Deutschland ist es nicht gestattet, sich als Deutschland zu bezeichnen. Deutschland ist gemäß Alliiertenbesatzungsgesetz und der UNO-Festlegung ausschließlich das Deutsche Reich oder Deutschland als Ganzes und keinesfalls die Bundesrepublik Deutschland, Professor Dr. Carlo Schmidt teilte 1949 dem deutschen Volk mit. Es wird kein neuer Staat gegründet, sondern Westdeutschland als provisorisches Konstrukt neu organisiert. Eine Firma wie die Bundesrepublik Deutschland GmbH hat keinerlei Hoheitsrechte. Alle Militärregierungsgesetze ZBSHAEF Gesetz Nummer 2. Artikel 3 IV und V 7,8 und 9 besitzen in Deutschland volle Rechtskraft und das Strafgesetzbuch alle Nebengesetze. Kontrollratsbeschlüsse und das Zonenstrafrecht sind bis zum heutigen Tage vollgültig und in Anwendung. Beweisführung: Nach dem Militärregierungsgesetz Nummer 53 wurde der ehemalige Devisenbeschaffer der DDR Dr. Alexander Schalk-Golotkowski 1996 verurteilt. Damit ist der Beweis erbracht, dass die Militärregierungsgesetze der Besatzung, also auch die Smart-Befehle und Chefgesetze von den USA im vollen Umfang angewendet werden. Angesichts dieser Beweislage zu argumentieren und zu bestreiten, dass diese Gesetze keine Anwendung finden würden, ist arglistige Täuschung bzw. Betrug. Jedes Mitglied der Alliierten Kommission hat von dieser Rechtlage im vollem Umfang Kenntnis. Alle Banken, die diese Rechtslage missachten werden wegen fortlaufenden Verstoßes gegen das SHAEF Gesetz Nummer 52 und Nummer 53 BKO 4750 bestraft und müssen bei der zuständigen Alliierten Kommandantur angezeigt werden. Sollte die Bundesrepublik Deutschland Scheingerichtsbarkeit wagen, im Einklang mit den aktiven Interessen Zwangsversteigerungen durchzuführen, muss gegen das Scheinurteil eine Klage bei der zuständigen Alliierten KOMMINDATUR und in England auf Schadensersatz sowie auf Beihilfe zum Betrug und der Rechtsbeugung eingereicht werden. Im Auftrag der Alliierten Kommandantur Berlin für Berlin und der Bundesrepublik Deutschland. Alliiertes Hauptquartier für Baden-Württemberg Landeshauptstadt Stuttgart seit dem 30. Juni 2009 15. Kommandierender General des US European Command EUCOM. Sowie zusätzlich seit dem 2. Juli 2009 der 16. Supreme Elite Commander Europa der NATO. Interalliierte Kommandantur der Stadt Berlin für Berlin und die Bundesrepublik Deutschland. Kein deutscher eigentum Feststellung und gesetzliche Beweislage gemäß BKo 4750 vom 21. Februar 1947 VOBLF Groß Berlin Nummer 5S 68 zu beachten. Punkt 7. Wörtliche Abschrift der BKO 4750 vom 21. Februar 1947 betrifft Angelegenheiten des unter der Kontrolle der Besatzungsbehörden stehenden Eigentums. Die alliierte Kommandantur Berlin ordnet für Berlin und die Bundesrepublik Deutschland wie folgt an. 1. Ohne vorherige schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des betreffenden Sektors, in dem sich das Eigentum befindet, darf kein deutsches Gericht die Zuständigkeit beanspruchen oder ausüben in den Fällen, welche das aufgrund des SHAEF-Gesetz Nummer 52 der amerikanischen. Britischen und französischen Militärregierung oder SMART-Befehlsnummer 124 des sowjetischen Oberbefehlshabers der Kontrolle unterliegende oder unter der Kontrolle stehende Eigentum bzw. das Kraftanordnung einer der Besatzungsbehörden eingezogene oder der Konfiszierung unterworfene Eigentum treffen. 2 in Fällen, in denen die Gründe zur Prozessführung vor dem 08. Mai 1945 entstanden sind, wird obige Genehmigung in der Regel nicht erteilt. 3 Jeder Urteilsspruch, der bereits gefällt wurde oder hiernach in einem solchen Prozess gefällt wird, der ohne Bewilligung der Militärregierung des Sektors, in welchem sich das Eigentum befindet, eingeleitet wurde, ist nichtig und irgendwelche Maßnahmen zur Durchsetzung eines solchen Urteilsspruches ist ungültig. 4. Ohne vorherige schriftliche erfolgte Genehmigung der Militärregierung des Sektors. In dem sich das Eigentum befindet, darf keine Eintragung im Grundbuch stattfinden betreffend Eigentum, das der Kontrolle oder Konfiszierung unterliegt, wie dies im 1 dieser Anordnung bezeichnet ist. 5. Bevor ein zugelassenes deutsches Gericht oder das Grundbuchamt in einer beweglichen oder unbeweglichen Eigentumsangehende Sache handelt oder entscheidet, hat das zugelassene bzw. das zugelassene Grundbuchamt vorher schriftliche Erklärungen von allen am Verfahren interessierten Parteien anzufordern. Die in allen Einzelheiten wahrheitsgetreu sein müssen und von den betreffenden Parteien oder deren zugelassenen Rechtsanwälten abzugeben sind. Das Eigentum der Kontrolle oder der Konfiszierung nicht unterliegt, wie im 1 angeführt ist. 6. Ohne vorherige nachgewiesene schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des Sektors. In dem sich das Eigentum befindet, dürfen keine Schritte seitens jedweder natürlicher oder juristischer Person unternommen werden. Um eine Entscheidung eines zugelassenen deutschen Gerichtes oder zugelassenen Grundbuchamtes durchzusetzen oder auszuführen, die der Kontrolle und Konfiszierung unterliegender Eigentums angeht, wie im 1 angeführt ist, W3000 Anmerkung alles bezieht sich auf Personen, nicht aber auf Menschen. 7. Nicht Befolgung dieser Anordnung bzw. Versäumnis, ihre Bestimmungen zu beachten. Stellt eine grobe Verletzung eines Befehls der Militärregierung und der Besatzungsbehörden dar und wird demgemäß bestraft. Im Auftrag der alliierten Kommandantur für Berlin und der Bundesrepublik Deutschland. Alliiertes Hauptquartier für Baden-Württemberg Landeshauptstadt Stuttgart seit dem 30. Juni 2009 15. Kommandierender General des US European Command EUCOM sowie zusätzlich seit dem 2. Juli 2009 der 16. Supreme Elite Commander Europa der NATO GEZ James G. Stavridis. Bitte lassen Sie von Ihren Mitarbeitern meine Anlagen lesen und die wichtigsten Punkte erläutern. Zitate. Das endlosen Beschuldigen des deutschen Volkes durch Gehirnwäsche seit 1945 ist wie das unablässige Schlagen auf einen blinden und gefesselten Körper behinderten. Den Deutschen hat man durch andauernde falsche Geschichtsdarstellungen alle Argumente zur Verteidigung und Rechtfertigung genommen. So wurden sie geistig gefesselt, verkrüppelt und blind gemacht. Josef Koffler immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem Erschlagenen stellt der Schläger die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. Berthold brecht. Mit freundlichen Grüßen Bernd Rainer Putzzeit.